Gott. Wie soll ich das denn machen? Da hinten ist auch wieder einer. Ob ich die überhaupt durch den Zaun erwische, ist eine gute Frage. Ja, tue ich sogar. Allerdings habe ich mir damit auch den Schalldämpfer versaut. Oh Gott, nein. Komm, lass mich raus hier. Ah, nein, da hinten sind die Typen mit dem Schilden, ey. Ist das zum Kotzen gerade? Oh shit. Der musste mich natürlich hören. The enemy's close. Aua! Verdammt! Aua! Au! Verdammt! Komm schon, steh auf, Snake! 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 Schneller, steh auf! Steh auf, steh auf, steh auf. Geht doch. So, wie soll ich denn an dem jetzt vorbeikommen? Ja. Ich laufe einfach weiter, ist mir wurscht. Ah, verdammt! Scheiße! So, der hängt jetzt da hinten. Ich könnte es mit einer Granate probieren, aber ist ja auch nicht so das Wahre. Scheiße, ich verstecke mich jetzt hier einfach nochmal irgendwo. Er hat mich doch bestimmt verloren, oder? Er weiß ja gar nicht mehr, wo ich bin. Verloren. So, wo muss ich denn jetzt hin? Einfach da hinten lang. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Okay, das hätten wir soweit. Weiter geht's. Oh je, das ist ja ein Spießrutenlauf hier. What's the situation? We're waiting on acknowledgement from Reptile. It could be a while. Don't take all night. Ah, Coltman. I'd like to perform one final check. Everyone, take a break. I've got some concerns about the dummy. Now's your chance, Snake.
You're imagining things. Have you come to destroy me? Your pulse has quickened slightly. Just chilly. It's freezing in here. I see. Boss. What is it, Jack? Boss, is that you? What is it, Jack? Do you have regrets? Regrets? About your final mission. My final mission? The one in Groznygrad. I've never been on a mission there. September 1964. You betrayed the United States, and then I killed you. I have no record of such a debriefing. Listen to me. I have to know. Did you defect to the Soviet Union of your own free will? There is no mission record matching that description. Jack. You're not the boss. The boss is dead. Don't do it, Jack. Drop your weapon, big boss. Mammal oh, shit. Showed the same response back at the lab. It's a sure sign that you are nearby. It's an honor to meet you again, big boss. I've seen that coyote before. Lobo is the name. Lobo? Smells like a rotting corpse to me. I know all about you. Zelenoyarsk, 10 years ago. You were involved. The operation to eliminate the traitor. I planned the whole thing. Shouldn't a suit like you be back at Langley? What the hell are you doing here? It's what the CIA does best. Ensure people in Minot keep their mouths shut, or else pack them off someplace where there's no one to listen. I get it. Trying to claw your way back into their good graces. It's not quite that simple. My aim is a new world order. Détente, the NPT. SALT, TTBT. Ever since the Cuban Missile Crisis, the structure of the Cold War has been coming apart at the seams. A new age is dawning. An age in which Peacewalker, an infallible nuclear deterrent system with the patience and cold logic of a machine, will play a vital role. That's your plan, assigning humanity's sins to a bunch of machines. Quite the romantic. Remember the Cuban Missile Crisis, when the commander of a Russian sub refused an order to launch a nuclear-armed torpedo at an American destroyer? In retrospect, that man was a hero. He saved the world from all-out nuclear war. Humans are incapable of destroying themselves. But an AI wouldn't hesitate to push the button. Precisely. Making it the one real deterrent. People hesitate, lose their nerve. Isn't that why deterrence theory works in the first place? No. Machines don't make mistakes. Only men do. That's why a fully automated, mechanized deterrent, like Peacewalker, is needed. Once our system is embraced, Langley will again turn its attention to Latin America as the cockpit of the new Cold War. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Peacewalker will be deployed along Central America's entire Caribbean coast. All of North America, South America, and the West Indies will be within its range. We'll bring law and order to the entire continent. And you'll still be calling the shots. You still don't get it. The age of heroes is over, buried alongside the boss and her bankrupt beliefs. From now on, our only heroes will be machines. Surely no one understands that better than you. Except perhaps your partner. A deterrent for hire. An army without borders. You've invented a new system too, and an admirable one at that. That's supposed to be an offer. I'm not offering anything. If I'm to sell my new system, you and yours have got to go. Wait. Coltman, I have questions for him. Information critical to the completion of the mammal pod.
Give him to me. Don't waste too much time. We've just received word that the SALT II talks are on schedule. We will launch on time. Snake, you are going to help me resurrect her. Shut up! The boss is dead. Bring him. Ich glaube, ich hab's versaut. Naja, ein C-Rang, das ist ja immer noch okay. Weiter geht's. Mit Fulton gerettete Soldaten 7. Mit Fulton abgeholt Gefangene 2. Verfügbar unterirdische Passage B, sehr schön. So. Na, das war ja mal eine interessante Cutscene. Okay, wir gehen zur Mother Base. So, ein paar Parameter haben sich erhöht. Sehr schön. Und es landen wieder welche im Bau. Wunderbar. Gut. Dann werden wir doch erstmal die neuen... Oh Gott, die neuen Soldaten irgendwie einsortieren. Sieht ja nicht so gut aus, was wir da hier so eingesammelt haben. Den hauen wir doch mal ins Intel-Team. Den hauen wir ins F&E-Team. Oh toll, doppelläufige Schrotflinte und der Walkman. So, den hauen wir mal ins medizinische Team, da haben wir eh so wenig. Der kommt noch ins Intel-Team. Und der kommt sowieso in die Kampfeinheit und den Rest lasse ich einfach automatisch zuweisen. Ja. Gut. Sehr schön. Dann könnten wir ja nochmal schauen, was wir so an Waffen noch freischalten können. Haben wir jetzt wieder genügend Kohle, denke ich. Ja, das können wir alles machen. Das auch. So. Gut, dann lassen wir das mal ein bisschen entwickeln. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen auswählen. Nehmen wir mal das Sonic Eye. NSG, was ist das denn? Keine Ahnung, wird entwickelt. So, und jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Na, lassen wir mal die Limo noch ein bisschen. Oh, scheiße. Kann ich das wieder deaktivieren? Scheiße. Ich wollte das gern wieder deaktivieren. Ging doch irgendwie. Ah, so, perfekt. Gut. Ja, dann bleibt uns ja nicht mehr viel übrig, als die nächste Mission zu machen. Was auch immer die nächste Mission sein wird. Fliehen Sie aus der Folterkammer. Wie hätte es denn sonst auch sein sollen? Okay. Snake, I hope you can hear me. Word is you've been captured by Strangelove. I'm guessing they confiscated your gear, but I know you've still got something left. Search your memory, Snake.